Hallo meine YouTube-Abonnenten, heute habe ich mal wieder was ganz Fremdes, sage ich mal, und zwar ein Buch-Review. Amazon-Verpackung, yeah! Buch-Review, was? Ich lese Bücher? Nee, das gibt's nicht. So, ich will es jetzt noch nicht zeigen, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich habe das Buch aus dem Vereinigten Königreich importieren lassen. Und jetzt kommt's. Art is Dead. Das ASDF-Buch von Tom Scar, Thomas Ridgewell und beim Matt Leahy gezeichnet. Egal. Das Buch besteht hauptsächlich aus diesen Seiten und ihr kennt bestimmt alle die ASDF-Movies in Comicform. Ich will euch in diesem Video nicht alles zeigen, ist ja klar. Ihr sollt es ja selbst lesen. Ich will bloß einen kleinen Überblick geben, wenn ihr es vielleicht kaufen wollt und ihr wisst nicht, ob ihr es kaufen sollt oder nicht. Dann kann ich euch sagen, wie das Buch so ungefähr ist. Also, in diesem Buch, wie schon gesagt, sind hauptsächlich die ASDF-Comics vorhanden oder eigentlich nur ASDF-Comics. Es sind ein paar neue dabei, aber die meisten sind die alten, die wir schon alle kennen. Und auch eine Einführung, wie das alles angefangen hat mit den ASDF-Leuten, Typen. Ich will es euch nicht ganz zeigen, ich will euch natürlich nicht spoilern. Hier ist die Rückseite. Ja, also ich finde das Buch gut. Wenn man die ASDF-Comics schon kennt, dann kennt man auch die meisten Comics hier drin. Aber ich sehe es nicht als ein neues Buch an, sondern eher als so eine Sammler-Edition ASDF-Movie. Und es verdient auf jeden Fall den Special Place in my Library, wenn man das so sagen kann. Also ich gebe dem Buch Tomate von 20, weil mir gefällt einfach der Artstyle, also zum Beispiel das, sieht ziemlich cool aus. Und eben auch die ASDF-Comics sind einfach lustig, so random und unerwartet, kann man sagen. Und ja, genau. Ist auch gut gemacht. Sehr schön fest und schön gebunden auch, wie man es sehen kann. Und hat auch einen sehr speziellen Formfaktor, also so ganz schmal und länglich. Das finde ich aber ziemlich cool. Da kann man dann nämlich die Comics am Stück lesen, immer so drei Bilder. Und da wieder drei Bilder, das ist dann der nächste Comic, der erste Comic, der zweite Comic. So geht das immer weiter und da sind ganz viele so Comics drin. Schön gezeichnet. Ja, mit ganz viel Blut. Also das meiste ist schwarz-weiß und rot. Ihr könnt euch vorstellen, für was rot ist, haben wir schon gesehen. So, also wie gesagt, Tomate von 20 ist meine Bewertung. Also kauft euch das Buch. Das hat so um die 10 Euro gekostet auf Amazon. Ja, genau. Ist auch in Deutschland erhältlich. Also wird dann eben importiert aus den UK. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann auch. Und kauft euch das Buch und lest es.